Ihr habt es wahrscheinlich auch schon mitbekommen, die letzten paar Videos oder einige der letzten Videos waren sehr, sehr böse an Marvel gerichtet. Ich habe sehr viel mich abgefuckt über Marvel geäußert und das aus gutem Grund. Die Filme werden leider immer schlechter und es gibt immer mehr, ich nenne es mal, Problemstellen bei Marvel, die wahrscheinlich jeden Marvel bzw. auch Comic- oder allgemein Filmfan ein bisschen aufregen, ob es das schlechte CGI ist oder einfach die plump geschriebene Story. Aber so wie auch schon mit dem Video zu Across the Spider-Verse, kommt heute ein Video raus, wo ich mal positiv über Marvel sprechen. Und zwar gibt es heute mein, ein bisschen verspätetes, aber relativ kurz und knappes hoffentlich Review-Meinungsvideo zu Guardians of the Galaxy 3. Und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Ja, der letzte Teil der Guardians-Reihe ist jetzt schon ein paar Tage länger da und ich habe ihn nicht direkt im Kino gesehen, sondern erst mit seinem Release auf Disney Plus vor kurzem, sage ich mal. Ich muss sagen, entgegen meiner Befürchtungen bin ich tatsächlich auch relativ spoilerfrei in den Film reingegangen. Ich habe zwar viel Gutes und Positives gehört, ob es jetzt aus dem Internet war, irgendwelchen Berichten oder halt von Freunden und Bekannten bzw. Arbeitskollegen, die gesagt haben, hier, der Film, ohne viel zu sagen, ist, gucken die an. War die ganze Zeit die Empfehlung, die ich überall bekommen habe, gehört habe, gelesen habe. Und das habe ich natürlich ja dann halt auch gemacht. Den Tag des Release, ich mit denen direkt angeglotzt. Und ja, was soll ich kurz und knackig zusammengefasst sagen? Der Film war geil. Der Film war einfach super. Ich will nicht sagen, er war perfekt. Bei weitem nicht, aber vor allem für einen Guardians of the Galaxy Teil, wo ich persönlich immer der Meinung bin, ja, das ist so ein, die Guardians Filme sind so nette Filme für zwischendurch, aber es sind keine Filme, die ich mir unbedingt 2, 3, 5 oder mehrfach angucken würde. Natürlich gehen da die Meinungen auseinander, um Gottes Willen, keine Frage, aber für mich persönlich war es eher so ein Side-Film. So, ja, kann man, ist was Feines nebenbei. Wie gesagt, lange nicht perfekt, aber, und das ist der große Punkt, Marvel hat in diesem Film nochmal, ich würde sagen, persönlich zurückgerudert, was manche Sachen angeht. Ob es Special Effects sind, die zurückgerudert wurden, ob es irgendwelche politisch vertretenen Meinungen sind, die einem ins Gesicht geschmissen werden, selbst wenn sie da waren, waren sie eher unterschwellig da, oder ob es einfach das Storytelling ist. Ich nehme mal als Negativbeispiel mit She-Hulk. Ist keine Scheiß-Serie gewesen, ist aber auch absolut weit weg von der guten Marvel-Serie. She-Hulk hat die ganze Zeit auch in der Serie, wurde darauf hingearbeitet, am Ende zu sagen, nein, ich mach halt mich nicht an diesen typische Marvel-Rezeptur und ich mache mein eigenes Ding, und das hat Guardians 3 halt gemacht, ohne darauf rumzutrampeln, finde ich. Vorab, hier wird es zu Spoilern kommen, aber auch nur, wenn ich mal was erwähne. Ich werde jetzt nicht den Film von A bis Z quasi einmal durchgehen, sondern einfach nur mal verschiedene Punkte ansprechen, die ich gut fand, wo ich mir mehr gewünscht hätte oder wo ich einfach sage, ja, das war genau so, wie es war, einfach perfekt. Deswegen fange ich mal am Anfang an. Der Film fing an wie eine Serie, finde ich. Es war kein typischer Filmstart, auch überhaupt der ganze Aufbau dieser Story. Es passiert alles super schnell, man ist super schnell in der Action. Es wird nicht lange rumgepimmelt, was ich einfach unfassbar gut finde. Und auf einmal bist du mitten in der Action und du wusstest gar nicht mehr, wohin mit dir. Punkt 1, super geil, schnelles Pacing in dem Film. Und der Film ging verhältnismäßig halt lange, halt normale Spielfilmlänge, glaube ich. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie lange er ging. Aber wie gesagt, du wurdest einfach direkt reingeschmissen und es schloss auch direkt am Weihnachtsspecial bzw. am Ende von Teil 2 an. Was haben wir in Teil 2 in der Post-Credit bekommen? Und zwar Adam Warlock. Ja, auf den haben sich ja viele Marvel-Fans super duper gefreut. Ich auch. Und da muss ich sagen, finde ich, ich kenne die Comic-Referenz nicht. Ich weiß aber, dass Adam Warlock eigentlich ein fucking Haut drauf Badass sein soll. Und in dem Film war er halt eher so ein, naja, Side-Character, den man irgendwie tatsächlich Mitte des Films vergisst und sagt, oh, Moment mal, stimmt, der war ja auch noch dabei. Nicht schlimm für den Film, auch nicht schlimm für den Charakter, weil es genau in diesen Film gut gepasst hat. Deswegen, das können wir mal zur Seite schieben, das war okay. Hätte man mehr rausmachen können, aber es war okay. Naja, wie gesagt, der Film geht los, startet mit seinem typischen Humor, startet aber auch mit einer gewissen Prise Ernsthaftigkeit und natürlich auch den anfänglichen oder den groben Rocket-Flashbacks. Ja, dieser Film ist quasi die Geschichte von Rocket, was ich einfach super interessant fand, weil Rocket ein super interessanter Charakter ist und einfach in den Filmen viel zu sehr ausgeschlachtet wurde als lustiges, aggressives Kaninchen. Grüße gehen raus an alle Marvel-Fans, die diesen Gag verstehen. Wenn ihr nicht verstanden habt, dann ja, müsst ihr definitiv einiges an Marvel-Filmen noch nachholen, ja. Nee, und da fängt nämlich der Punkt an. Du bist in so einer ernsten Geschichte. Okay, Rocket ist gerade hier wirklich, der könnte abnippeln. Der
könnt jetzt im Moment sterben. Und du kriegst übelst die Ernsthaftigkeit des Films direkt. Es wird direkt gesagt, okay, in diesem Film wird es um ein ernstes Problem gehen. Dass dieser Film auch dieses ernste Problem behandelt, beziehungsweise auch sagt, okay, das ist unser Ziel und dieses Ziel verfolgen wir. Nur dieses Ziel. Das vergisst man den ganzen Film über nicht, aber nichtsdestotrotz sind die Jokes, die kommen, die kleinen Witzelchen, die kleinen unterhaltenden Momente, die sind drin und die passen auch rein. Anders als bei Thor Love and Thunder. Da hast du dann so eine ewig lange Szene, wo dann Freude, Freude, Friede, Freude, Eierkuchen war. Alle gelacht haben, ein paar Witze erzählt wurden und du vergisst so, Moment mal, warte mal. Hier geht quasi gerade die Welt unter. Was lacht ihr hier? Geht los, sucht den Typen und macht den fertig. Hast du bei Guardians tatsächlich nicht und das war super gut gelöst, finde ich. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber man hatte das Ziel, wir müssen Rocket retten, immer vor Augen und trotzdem konnten Späße gemacht werden und das hat eigentlich rausgeholt, finde ich persönlich. Ich habe gerade eben schon die wenigen oder die zurückgeschraubten Special Effects angewendet, also VFX, ne, Visual, also das CGI Visual, sage ich mal. Da haben sie sehr stark drauf verzichtet. Es ist sehr viel mit praktischen Effekten gemacht worden, ob es sehr viele Kostüme waren, ob sehr viel geschminkte, also Alien-Rassen waren, die einfach nicht CGI animiert waren, sondern einfach wirklich gemaskenbildnert, wenn man das so nennt, waren. Und das hat dem Film einfach noch was gegeben. Es hat einem so einen Oldschool-Touch gegeben, so als würde man sich die ganz ersten Star Wars oder Star Trek Filme angucken. Vielleicht steinigen mich jetzt einige Leute, dass ich beide Genres gerade in einem Satz verwendet habe und als gleiches Beispiel, aber ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das sind so diese Kostüme, die man auch als Kostüme erkennt. Fand ich super geil. Hat zur Atmosphäre gepasst. Es war definitiv nicht unpassend oder hat einen irgendwie rausgeholt. Nein, es war rund, es war perfekt. Ja, der große Schurke, den wir da haben, ich habe tatsächlich seinen Namen wieder vergessen. Ich muss auch sagen, ich fand den Schurken tatsächlich ein bisschen irrelevant. Der war zwar irgendwo kein schlechter Schurke, das war aber auch so ein Wegwerfschurke, den ich auch als Wegwerfschurken okay finde. Der war da, hatte seine Pläne, die Pläne wurden vereitelt und dann kam er doch noch mit einem Twist und dann wurden sie doch vereitelt und Rocket und er und bla. Irgendwie so, aber ich habe, also wie gesagt, in dem Film war für mich nie das Ziel, so einen Bösewicht, so, oh mein Gott, wir müssen Thanos besiegen, oh mein Gott, wir müssen Ironmonger besiegen, oh mein Gott, wir müssen Whiplash besiegen, oh mein Gott, wir müssen Abomination besiegen. Nee, es war so, wir müssen Rocket retten. Komme, was wolle, egal wer sich uns in den Weg stellt. Und das war, glaube ich, für den Film eine gute Sache, dass man keinen, also man schon einen Bösewicht hatte, beziehungsweise zwei, Adam Warlock und den Typen. Aber das war nicht so, dass man sagt, okay, wenn die besiegt sind, dann ist alles okay, weil dann ist Rocket immer noch nicht gerettet. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Vor allem für die, die den Film vielleicht jetzt nicht gesehen haben und sich denken, scheiß drauf, die paar Spoiler nehme ich in Kauf. Wenn ihr ihn sehen solltet, ihr werdet es merken. Es ist ein ganz anderes Feeling, den Film zu gucken. Und für die Leute, die ihn schon gesehen haben, ich denke, ihr werdet verstehen, was ich meine, oder? Schreibt gerne sonst in die Kommentare. Eine Sache, die ich so ein bisschen unnötig fand, war die ganze Peter Gamora-Geschichte. Obwohl ich da auch sagen muss, Gamora wurde jetzt in diesem Teil tatsächlich das erste Mal nicht ins Rampenlicht gedrückt, wie sonst in den Teilen. Was ich gut fand, vor allem war es kein Happy End mit denen. Fand ich noch geiler. Und vor allem ist dadurch Nebula so ein bisschen aufgetaut in der ganzen Gruppe allgemein. Man hat es ja schon im Holiday-Special, in dem Weihnachts-Special gesehen. Nebula wird ja immer ein bisschen wärmer. Es ist zwar immer noch so eine, ich hasse eigentlich alles und jeden, aber hasst eigentlich nicht wirklich alles und jeden. Das haben sie geschafft, richtig gut darzustellen. Auch die Beziehung in Anführungsstrichen zwischen zum Beispiel Drax und Mantis oder Drax. Überhaupt, Drax war ein großer Teil der ganzen Situation, jetzt nicht aufs Auge gezwängt, aber es ging halt sehr viel darum, wer ist in welcher Rolle gerade in dieser Crew. Und Drax ist halt, ja, eigentlich denkt man, er ist nicht so Teil der Crew, so, wir brauchen ihn schon, wenn er weg ist, merkt man auch nicht. Am Ende stellt sich dann heraus, er ist mehr oder weniger wie der Leim, der alles zusammenhält, irgendwie. Wobei auch die traurigste oder für mich tatsächlich emotionalste, mit einer der emotionalsten Szenen gemacht wurde. Mantis sagt irgendwie ja so, Drax, du kannst eigentlich nichts, du bist total unnötig, du bringst uns nichts. Und Drax ist halt so, man sieht, der ist richtig traurig und Mantis löscht quasi seine Erinnerung daran. Auch wenn danach Drax direkt wieder einen Witz gerissen hat und diese traurige Spannung rausgenommen hat, war das so unfassbar krass irgendwie. Ich weiß nicht, warum ich es so heftig fand. Aber allgemein mit Gefühlen spielen konnte der Film echt gut. Unabhängig von der ganzen Rocket-Story, die einfach von A bis Z, von Anfang bis Ende, unfassbar emotional war. Ich schwöre, ich habe noch nie in einem Guardians of the Galaxy-Film so ein Auf und Ab meiner Gefühle gehabt. Gegen Ende auch hin, komme ich aber gleich noch drauf zu. Aber wie gesagt, die ganze Rocket-Story war schon super emotional, was da alles mit ihm passiert ist und was er alles verloren hat, was er alles erst bekommen und dann verloren hat. Super krass emotional einfach, aber auch wie gesagt zwischendrin super viele emotionale Momente einfach. Und die aber direkt mit einem, so es wird eine super ernsthafte emotionale Geschichte gerade erzählt und auf einmal steht da Drax da und bringt einen Witz, aber es wird weiter die Geschichte erzählt. Oder dann kommt Mantis, bringt einen dummen Spruch und es wird aber weiter erzählt. Also man wird
wird immer ein bisschen aufgelockert wieder, um dann wieder ein bisschen in diese Emotionsschiene reingedrückt zu werden. Und ich persönlich finde, das hat der Film einfach unfassbar geil gemacht. Ich habe nicht einmal das Gefühl gehabt, oh mein Gott, es ist super traurig, das ist der traurigste Film ever, sondern es war immer wieder so ein, oh mein Gott, ach Mensch, Drax. Und so, oh scheiße, typisch Mantis. Man wurde immer, es war so ein Auf und Ab der Gefühle und das habe ich bis jetzt bei keinem Marvel-Film so erlebt wie hierbei, muss ich ganz, ganz ehrlich gestehen. Wie ich schon angesprochen habe, wenig CGI heißt sehr viele praktische Effekte, machen den Film super gut. Das Pacing im Film super gut, das Ziel im Film eindeutig wird nicht vernachlässigt und ist auch ein Ziel, wo wir sagen, egal was jetzt passiert, der Bösewicht stirbt, ach egal, das Ziel ist immer noch nicht geschafft. Das Ziel ist es, Rocket zu retten und die Angst die ganze Zeit, dass Rocket sterben könnte, die hält einen immer so auf Trab. Groot, habe ich noch gar nicht jetzt angesprochen, muss ich sagen, war in dem Film nicht so eine wichtige Rolle. In den ersten zwei war er ja schon irgendwie ein bisschen im Mittelpunkt. Aber hier finde ich auch vollkommen okay, haben die ein bisschen runtergeschraubt. Er hat halt zwei lustige Ich-bin-Groot-Sprüche, sage ich mal, gelassen. Und am Ende halt auch hat er mal, ich glaube, er hat gesagt, ich liebe euch oder so. Also Spoiler, Groot hat mal nicht gesagt, ich bin Groot. Aber das war gar nicht so irgendwie krass emotional, sondern es war irgendwie so, ja, okay, das war irgendwie klar, dass sowas kommt. Ne? So, wie gesagt, Visuals abgeklappert. Pacing abgeklappert, Story super geil erzählt, super schnell erzählt. Und jetzt kommen wir noch kurz ganz aufs Ende zu sprechen. Und zwar, wir sind da, es hat super funktioniert. Rocket wurde gerettet, erst sah es scheiße aus, Tränen sind geflossen, sowohl bei den Schauspielern als auch bei mir. Rocket lebt doch noch und dann will Rocket aber irgendwie doch Rache und alle helfen und er will ihn töten und es kriegt es hin. Will noch die Baby Waschbären, so heißen sie, retten. Lustigerweise finde ich es geil, er spielt ja in jedem Film immer drauf, ich bin kein Waschbär, ich bin kein Waschbär. Und dann steht er da vor diesem Käfig mit diesen Babywaschbären drin und dann steht da halt Raccoon. Und er realisiert so, okay, ich bin halt doch ein Waschbär. Und auch hier, Comic-akkurat, endlich hat er seinen eigenen Namen gedroppt. Er hat gesagt, ich bin kein Hase, ich weiß nicht, wie er es gesagt hat, ich bin nicht der und der, ich bin nicht Experiment, bla bla bla. Ich bin Rocket Raccoon. Du absurdes kleines Monster, wie kannst du es wagen, dich im Meer zu halten? 8, 9, P, 1, 3! Mein Name ist Rocket. Rocket Raccoon. Bam, Gänsehaut, Comic-akkurat, wieder abgehakt. Können wir einen Haken dran setzen, perfekt. Und dann explodiert alles. Und die Rettung mit dem riesigen, Nowhere, diesem Schädel da. Und alle retten und die Scavengers helfen und alle helfen. Und jeder hilft jedem und die lassen den ganzen Zoo da raus. Die ganzen Experimente an Tieren. Und man denkt, oh mein Gott, ein Happy End. Aber Moment mal, bis jetzt ist in jedem Guardians of the Galaxy irgendwas Dramatisches passiert am Ende. Und es fehlte hier tatsächlich noch, weil Stand jetzt sieht alles gut aus. Aber es ist ein letzter Teil. Irgendwas Dramatisches muss doch passieren. Und ja, wir bekommen eine Szene zu sehen, Quill. Rettet, wen rettet er nochmal? Rocket oder irgendwas macht er, irgendwas? Ne, ich glaube, er hängt einfach da nur im, keine Ahnung, auf jeden Fall, er hängt im Weltall. Man sieht, da auch wieder mit ein bisschen lustig untermalt, er bläht sich so auf, sieht halt so übel Marshmallow-Man-mäßig aus, aber wir wissen so, alle sind am Schreien, Mantis ist am Schreien, Drax, alle sind so richtig emotional. Man selbst denkt so, oh mein Gott, okay, Peter ist vorbei, Peter ist tot, ist okay, ist ein letzter Teil, Peter hat seine Ruhe auch verdient irgendwo. Und in letzter Sekunde wollen alle irgendwie helfen, Rocket will helfen, Drax wollen helfen und in letzter Sekunde kommt halt Adam Warlock, der halt doch irgendwie nett ist und macht in seiner, das ist super lustig irgendwie, in dieser, ist das Adam und keine Ahnung was ist hier, dieses typische Bild, Gottbild da, wo hier so der Finger so berührt, kennt er vielleicht, blendet es wahrscheinlich hier ein. Und in dieser Szene hilft er dann und Peter lebt doch, alle sind glücklich, alle leben und das war mehr oder weniger das Ende, also zumindest so das Hauptende. Dann wird gezeigt, okay, Nebula wird quasi die neue Bürgermeisterin, mehr oder weniger irgendwie von Nowhere. Der Quill geht auf die Erde zurück zu seinem Opa, er will irgendwie halt, ne, will wieder zu seiner Heimat. Rocket will auch seinen Teil weiterhin dazu beitragen, will aber irgendwie, die Gruppe teilt sich halt auf und er wird der neue Anführer der Guardians of the Galaxy. Was macht nochmal Drax? Ich weiß es gar nicht mehr. Und Mantis will ihren eigenen Weg halt mal machen, so, weil sie halt bis jetzt immer, ob es von Ego im zweiten Teil oder halt jetzt von den Guardians, quasi immer einen Weg gezeigt bekommen hat, dem sie nachgegangen ist und sie möchte jetzt ihren eigenen Weg gehen. Auch ganz schön. Und ja, am Ende sehen wir dann halt Rocket, der da halt, ne, mit seiner neuen Guardians-Gruppe, wo halt auch Adam Warlock dabei ist. Wer ist da noch alles dabei? War Groot auch noch dabei? Ich glaube, Groot war auch dabei. Und noch ein paar andere, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wer da alles dabei war. Waren auf jeden Fall ein paar. Und jeder hat so sein Story-Ende. Gamora fliegt mit den Scavengers mit den Scavengers weiter und hat halt da ihre neue Familie gefunden. Es ist irgendwie ein Happy End, aber irgendwie auch
nicht. Und das finde ich so geil, weil es irgendwie ein guter Abschluss für den Film ist. Wir wissen, okay, alle sind in ihrer Weise glücklich. Sie sind zwar nicht mehr zusammen glücklich, aber auf ihre Art ist jeder glücklich. Peter ist auf der Erde. Rocket und Groot sind weiterhin bei den Guardians oder führen die Guardians weiter an. Nebula kriegt Chance, irgendwas mal aufzubauen und nicht nur kaputt zu machen, mehr oder weniger, sage ich mal. Gamora ist bei ihrer neuen Familie, was man halt akzeptieren muss. Es ist leider nicht, das wurde in dem Film super oft erwähnt, es ist nicht die alte Gamora und das müssen wir in der Hinsicht einfach akzeptieren. Und Mantis geht auf ihren eigenen Weg. Wie gesagt, was Drax macht, ich weiß es gar nicht mehr. Er wollte auf jeden Fall mit Mantis mitgehen, aber das wollte sie nicht. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall macht irgendwie jeder so sein eigenes Ding und ist dadurch super glücklich. Und das macht den Film am Ende dann echt stark. Mein einziges trauriges Bauchgefühl ist halt tatsächlich, dass es der letzte ist. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich glaube, es stand zumindest da, irgendwie Star-Lord oder so. Also wir werden Star-Lord im nächsten Film wiedersehen oder so. Keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung. Ich hoffe halt, es gibt in irgendeinem Film halt nochmal einen Guardians-Wiedersehen. Gehe ich stark von aus, weil der Film schon ein Abschluss war. Aber irgendwie fühlt es sich auch nicht an wie ein Ende. Das war irgendwie das Problem. In Anführungsstrichen Problem. Aber alles in allem war der Film wirklich super. Der Film war zu Ende. Ich habe mit meinen Eltern drüber geredet und habe gesagt, holy shit, das war wirklich seit Endgame ein Film, der mich emotional richtig mitgenommen hat. Sowohl in den Höhen als auch in den Tiefen, den ich mir öfter angucken werde und über den ich noch so viel nachdenken kann, weil der einfach gut war. Wie gesagt, sowohl vom CGI, was halt nicht so krass viel von war, Storytelling, wie ist das Pacing vom ganzen Film, das Ziel vom Film, wie gesagt, vor allem auch diese nicht aufs Gesicht gekotzte politische Meinung, die halt in jedem Film leider mittlerweile vertreten sein muss. Warum auch immer, das ist ein anderes Thema, habe ich schon mal drüber geredet, aber das will ich auch hier auf dem Kanal gar nicht mal so breit reden. Aber ich denke, viele werden es verstehen und das war in Guardians nicht vorhanden und das war super erfrischend. Deswegen, abschließend würde ich sagen, ich gebe dem Film, was weiß ich, wenn ich, wie mache ich es? Punkte oder Bewertung oder Note. Also ich würde es einfach, ja, also ich würde sagen, von 10 Punkten kriegt der Film auf jeden Fall 9. Bin ich ganz ehrlich, 9 Punkte kriegt dieser Film locker. Ich weiß nicht, müsste gerade überlegen, was für mich wirklich 10 wäre. Da mache ich auch mal demnächst mal eine Liste, meine Top-Marvel-Filme, wirklich alle Marvel-Filme of all time. Und da werde ich auch halt Guardians 3 dementsprechend gut ranken, weil der Film war wirklich gut. Die ersten zwei Teile waren okay, der erste war besser als Teil 2, finde ich. Aber Teil 3 war wirklich, der steht weit über den ersten beiden. Und das fand ich faszinierend und das hat mich sehr gefreut. Deswegen, wie gesagt, meine Empfehlung geht definitiv raus. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, macht es. Wenn ihr Disney Plus habt, er ist da umsonst. Gönnt ihn euch. Wirklich, der ist echt gut für die, die es noch nicht gemacht haben. Wenn ich es schon gemacht habe, wie gesagt, an der Stelle gerne mal eure Meinung. Bin ich super gespannt, ob ich vielleicht alleine mit dieser Meinung hier stehe oder ob ihr es ähnlich seht. Und auch falls ich irgendeinen Punkt vergessen haben sollte, weil ich habe das Gefühl, ich hätte was vergessen, lasst es mich auch gerne in den Kommentaren wissen. So, jetzt ist das Video aber doch wahrscheinlich schon länger geworden, als ich es eigentlich wollte. Deswegen kommen wir zum Abschluss. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Schreibt gerne eure Meinungen in die Kommentare. Falls euch solche Videos interessieren, in denen es hier halt um Filme, Serien und solch all den Scheiß, sage ich mal, geht. Wenn ihr so ein Mensch seid, der viel mit Filmen und Serien zu tun habt, checkt gerne mal den Kanal aus. Hier gibt's alles Mögliche. Sehr viel The Walking Dead, heißt, wenn ihr The Walking Dead Fan seid, ihr seid auf jeden Fall richtig. Und dann lasst doch gerne mal ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, könnt ihr auf jeden Fall irgendwo hier links, rechts von mir mal alle anderen Marvel-Videos auschecken, beziehungsweise was heißt alle anderen? Einmal würde ich hier einfach mal die Review zu Thor Love and Thunder oder mein problematisches Marvel-Video reinpacken und auf der anderen Seite einfach mal, damit ihr auch hört, dass ich was Positives über Marvel sage, einfach mal meine Review zu Miles Morales. Das heißt, wenn ihr sowohl negative als auch positive Kritik von mir nochmal sehen wollt, gerne mal auschecken. Sonst würde ich einfach nur sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaltet gerne dieses Wochenende auch wieder beim nächsten Video rein. Ich bin dann natürlich selbstverständlich auf derselben alten Couch. Aber bis dahin bin ich jetzt erstmal raus. Ciao.